Ey Freunde, was geht ab, ihr Lieben? Ich heiße Stefan und ich bin Lara. und zusammen sind wir Ey Freundin. Ihr fragt euch jetzt natürlich, wo ist Lara? Es ist jetzt gerade 12 Uhr, Lara musste bis jetzt gerade arbeiten, kommt um 13 Uhr nach Hause, aber ich dachte, ich starte den Vlog jetzt schon mal, denn ich fahre jetzt nach Iserlohn zu meinen Großeltern, werde da mein Kennzeichen abholen, denn wir werden heute mein neues Auto abholen. Aber vorher gibt's natürlich was zu fressen für die zwei Pupsis hier. Boah, Rocky kriegt seine Augen gar nicht auf. Guck mal, wie müde der ist. Simba, wie kann man sich so krass auf das Essen freuen? Schau mal, wie der am Zittern ist. Rocky ist richtig entspannt. Und Simba ist voll am Zittern, ey, weil er das Essen hier sieht. Das gibt's jetzt hier für die beiden. Wie immer, Fleisch und Pute. Rocky Pfote. Du heißt nicht Rocky, du heißt Simba. Rocky Pfote. Pfote. Fein, Simba Pfote. Und los, ab geht's. So, ihr Lieben, ich sitze jetzt im Auto von Lara, denn Lara hat mein Auto mit zur Arbeit genommen. Und übrigens verkaufen wir ihr altes Fahrzeug hier. Das ist ein alter Seat Ibiza von 2007, Baujahr, glaube ich. Und perfekt für jeden Fahranfänger. Also, falls ihr Interesse habt, schreibt uns auf jeden Fall. Denn wir wollen das Auto loswerden, weil wir für Lara auch ein neues Auto besorgen werden. Dazu wird es natürlich auch dann einen Vlog geben. Aber jetzt geht es für mich erstmal nach Iserlohn. Ich bin jetzt schon bei meinen Großeltern gewesen. Kennzeichen sind abgeholt. Ich hoffe, ihr seht es. Und ja, jetzt geht's für mich wieder zurück nach Wuppertal, hole Lara ab und dann mit Lara zusammen nach Düsseldorf, um das neue Auto abzuholen. Let's go. Und so schnell bin ich auch schon wieder in Wuppertal. Endlich mit Hallo! Lara. Hey, Freundin ist da. Wie war die Arbeit? Entspannt. Ich Entspannt. habe Dunkin' Donuts geholt. Oh, zeig mal. Okay, wir gucken uns das mal an. Also erstmal muss ich sagen, dass diese Donuts sehr, sehr teuer sind, aber sie sind auch extremst lecker. Dann zeig mal Ich her. zeige euch mal, was ich übrig gelassen habe. Einer ist schon komplett weg. Boah, die sehen aber geil aus. Die Ich sind auch freue echt mich. lecker. Aber die werden nicht im neuen Auto gleich Nein, du gegessen. darfst jetzt mal reinbeißen. Na gut, tschüss. Lara hat gerade gesagt, der schmeckt nach Da ist Weihnachtsmarkt. Apfel drin, ist Apfelzimt. Apfelschimmel, mein Oh. Vollmund spricht man nicht. Nee. Ja, auf jeden Fall. Ich will gar nicht jetzt essen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt direkt nach Düsseldorf, das Auto abholen. Und Lara fährt mit meinem Auto, denn sonst kommen wir ja nicht zurück. Macht das Sinn? Macht Sinn. Okay, also ab nach Düsseldorf. Wir sind jetzt unterwegs und sag mal, freust du dich? Bist du aufgeregt? Boah, ich bin unnormal aufgeregt auf jeden Fall, aber ich freue mich auch so hart, ey. Ich bin jeden Tag am Gucken und schaue mir YouTube-Videos an von diesem Auto und kann es jetzt kaum abwarten, den endlich zu fahren, ey. Wie lange bist du denn jetzt das Auto gefahren? Boah, den Mercedes bin ich jetzt bestimmt schon 5 Jahre gefahren, ey. Dann wird's mal Zeit, aber. Aber es ist auch ein schönes Auto, Leute. Ja, ich werde es Also, vermissen. ja, also ich fahre eine Mercedes A-Klasse und es ist auch ein super Auto. Ich hatte in den 5 Jahren nicht einmal Reparatur, irgendwas. Alles war super. Aber ja, jetzt wird es Zeit für ein neues Auto, Freunde. Ich bin gespannt. Noch 14 Minuten. Wir sind jetzt angekommen. Die Kennzeichen wurden auch schon überreicht. Und mein Auto wird jetzt eben noch vollgetankt und dann bekomme Geht's ich das ab? Auto endlich. Und ihr seht es auch endlich. Wir haben das Auto jetzt abgeholt. Wahrscheinlich seht ihr das auch im Hintergrund gerade. Ich bin übertrieben happy. Ey, Es ist Freundin so auch. toll, es Ja, ist so das toll. Auto ist einfach zu krass, Leute. Wir sind jetzt schon ein bisschen gefahren, waren gerade noch bei meinen Großeltern, haben denen das gezeigt. Und jetzt gibt es auf jeden Fall ein paar Nahaufnahmen von dem Auto. Viel Spaß. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie happy bist du? Viel zu happy auf jeden Fall. Die Sonne scheint richtig schön in dein Ich bin Gesicht voll rein. außer Atem. Schaut mal bitte, wie schön das hier ist. Wir haben ein Panoramadach Ja. und das ist gerade offen. Wir hören das Gezwitscher der Vögel. Ich hoffe, ihr seht so einigermaßen, wie geil dieses Auto aussieht. Und wir lassen das Auto noch folieren. Dazu kommt bald auch noch ein Video. Und jetzt hören wir uns mal an, wie der Sound so ist, würde ich sagen. So hört sich der Wagen an, wenn man ihn startet. Gebt euch das bitte. Böse. Und guck mal, wie cool der Schlüssel ist und der passt perfekt da rein. Das war extra dafür gemacht, du Otto. Boah. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Auto findet. Ich bin auf jeden Fall mehr als begeistert von diesem Wir sind Wagen. verliebt. Ja, übrigens hat der auch 310 PS, also ist die ganz große Maschine. Macht richtig Bock. Ich musste jetzt erstmal 1000 Kilometer den einfahren. Also wir haben den quasi jetzt bekommen mit 15 Kilometern. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal wieder nach Hause zu den Doggos.
Ich habe Hunger, ich brauche noch eine Pommes unterwegs. Okay, dann fahren wir noch schnell zu McDonald's und dann fahren wir nach Hause. Ich krummel auch nicht. Okay, wir sehen uns gleich zu Hause. Bis gleich. Wir sind jetzt wieder zu Hause, hatten eine wunderschöne Fahrt in dem neuen Auto natürlich. In dem Sonnenschein. Und was ist jetzt geplant? Hunden essen geben, dann mit den Hunden Gassi gehen. Und du wolltest noch was abholen, also fahren wir nochmal mit dem Auto. Ja, wir fahren jetzt zu dem lieben Hoye. Vielleicht kennt ihr den auch von TikTok, der sagt immer, der hat gesessen. Und genau, deswegen liebe Grüße gehen raus an dich, mein Freund. Bei dem holen wir jetzt einen Mikrofonarm ab für das Streamen mit dem Gaming-PC. Wir sind gerade mit den Hunden Gassi und Simba nimmt immer irgendwas von draußen mit. Diesmal ist es ein Blatt. Schmeckt das Blatt, Simba? Ja. Oh mein Gott. Wir sind bei Hoye angekommen. Ich hoffe, ihr kennt den guten Hoye alle von TikTok. Peace! Was ist dein Markenzeichen, Bro? Cash, Bruder. Nein, nicht. Der hat gesessen. Genau so ist es. So, auf jeden Fall habe ich von dem Brudi hier gerade so einen Arm abgekauft fürs Mikrofon zum Stream. Für einen Zwanni erstmal einen Schnapper gemacht, Freundschaftspreis. Und ja, wir quatschen jetzt. Hör auf mit dem Geld anzugehen. Und ja, wir fahren aber jetzt wieder nach Hause und müssen wieder zu den Hunden. Und ja, wir melden uns aber gleich nochmal zu Hause, würde ich sagen. Ne? Okay, willst du noch was sagen, Bro? Mach mal ein bisschen Eigenwerbung hier. Gar nichts, Bruder. Alles cool. Liebe Grüße. Okay. Leute, zieht euch das rein, wie geil das aussieht, wenn man das Auto anmacht. Scha! Und jetzt schaut mal hier. Scha! Cupra! Kikriki! Kikriki! Ein neuer Tag ist angebrochen. So Leute, damit beenden wir auch den Vlog jetzt. Heute Abend gibt es noch ein Bild um 18 Uhr bei Instagram. Checkt das auf jeden Fall ab mit dem neuen Auto natürlich. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Auto findet, was ihr als nächstes sehen möchtet. Und ich würde sagen, folgt uns auch auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube. Gibt's noch was? Mach die Glocke an. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. So ist es. Und wir freuen uns auf den nächsten Vlog, ihr Lieben. Bis bald. Bis bald. Liebe geht raus. Tschüss.